Einen wunderschönen heute mal wieder eine neue Folge mit Arma 3. Altes Live, ich bin heute mit den ADAC unterwegs. Hallöle. Hallöchen. Ja, seinen Namen weiß ich jetzt nicht. Ja, mein Name ist Schlapper. Ich mache ab und zu auch mal ein paar Videos. Und heute mache ich halt mal eins mit dem DJ Sensemann. Richtig. Ja, wir spielen hier auf dem Server, welchen ich nicht verrate. Das dürft ihr immer noch selber rausfinden. So, kurz Zigarette, wie immer. Ja, wir haben hier eine schöne Tour heute. Ich lasse mich überraschen, ich bin das erste Mal unterwegs mit der ADAC. Das hier ist auch mein erstes ADAC-Video. Ja, okay. Auch mal was Neues. Ja. Als Equip haben wir ganz, habe ich ganz normal meine Standardausrüstung dabei. Das ist 6 Werkzeugkasten, 3 Abschleppseile und 1 Autolack. Ah, okay. Zu den einzelnen Sachen kann man noch später kommen. Werkzeugkasten erkläre ich eigentlich schon selber. Ist halt zum Fahrzeug reparieren, geht halt relativ schneller als beim normalen Werkzeugkasten. Abschleppseil, klar, zum Auto abschleppen oder halt den Autolack zum Auto umlackieren. Was halt hier noch relativ interessant ist, ist beim Autolack, mit mal hier Donator-Farben drauf machen kann, sprich, die kann man im Donator-Laden kaufen, weil ich jetzt nicht vorführen kann, da ich kein Donator bin. Ja. Bin ich auch nicht, ist kein Thema. Ja. Noch nicht, vielleicht kommt das noch. Ja, eventuell. Mal gucken, was die YouTube man hier so rausspringen lässt. Ja, YouTube meine ich hin oder her. Ja. Ich bin da weniger, ich mache es ja auch Spaß. Ja. Ich denke mal, es wirst du ja genauso machen. Ja. Und da hat das Bumm gemacht irgendwo? Ja, da hinten. Da brennt's. Hinten. Können wir mal hinfahren. Jo, ich denke mal, für ADAC ist das auch immer gut. Ja. Bringt gleich ein bisschen Kohle. Ja, das Problem ist, ich krieg das Geld dafür, wenn ich ein Auto abschlepp. Achso, du bekommst kein Geld, wenn du das Auto wegstellst, wie die Polizei beispielsweise, aber bekommst du kein Geld mehr. Okay, das ist schade. Ja, aber ich krieg halt einen festen Stundenlohn, aber den Betrag darf ich euch nicht sagen, weil sonst krieg ich ja wieder Ärger mit meinem Chef. Das ist richtig so, dass man es jetzt nicht sagt. Ja, also, Stundenlohn heißt, alle 5 Minuten halt $500 oder halt. Das hat sich bei den Typen erledigt, da kann man glaube ich nicht viel machen. Da waren, hier ging ein bisschen mehr als ein Auto in die Luft. Ja. Ja, da können sie hundertprozentig keine Hilfe gebrauchen. Wie ist es denn bei euch mit dem Abschleppen, mal so als Frage? Habt ihr ein Abschleppseil, dass man das auch sieht, oder werden die Autos dann auch bloß weggeportet? Das Abschleppseil, was ich jetzt dabei habe, ist zum Wegporten, also sprich in die Garage porten. Wie es halt Arma 3 immer so ist. Aber ich habe nicht umsonst den LKW heute mitgeholt auf diese Tour, da ich mit diesem LKW auch Fahrzeuge hinten draufladen kann. Ah, okay. Und diese kann man dann halt, werden dann glaube ich sogar automatisch repariert. Also sprich, ich kann Disable, wenn jetzt hier ein Fahrzeug stehen würde, könnte ich dann halt aufladen und hinten drauf machen. Und da könnte ich halt mit dem Fahrzeug hinten drauf auch rumfahren. Was halt relativ lustig aussieht, wenn dann mal so ein ADAC-Auto kommt mit so einem SUV oder so hinten drauf. Das Schönste ist halt SUV-Lackierung mit Ferrari-Lackierung drauf und dann hinten mit dem ADAC drauf. Ja. Wie ist das eigentlich? Könnte ich ja auch LKWs abschleppen? Ist eine blöde Frage, aber man muss sie ja mal stellen. LKWs abschleppen in dem Sinne vom Abschleppseil, ja. Aber jetzt so hinten draufladen, habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Aber ich denke mir, so ein kleiner Roter, wenn es jetzt entgegenkommt, würde gehen, weil der ja nicht viel größer ist wie ein Auto. Ja. Aber jetzt so ein Hammett hinten draufladen, wird glaube ich nicht funktionieren. Weil dafür ist die Ladefläche hinten ja nicht groß genug. Zu klein eigentlich. Ja. Was denn vielleicht interessant wäre, wenn man noch so einen Anhänger sich dann irgendwann mal, man weiß es ja nicht, wenn das vielleicht nur eine Bord wird, so ein Anhänger, dass man dann auch noch LKWs abschleppen kann. Ja, oder weiß halt man ja nicht. Oder einfach hinten dran attachen oder was weiß ich. Kann man ja nicht voraussagen. So, ich zeig mal den LKW kurz von drin. Jo. Sieht eigentlich auch so aus wie ein Hammett. Ja, eigentlich schon. Wo ist ein bisschen weniger drin. Ja, und Hammett hat, glaube ich, 3 Sitze, gell? Und hat er auch nur 2. Der Hammett, der große, der hat nur 2. Okay. Der Transporter hat dafür, ja, Transporter, glaube ich, oder? Wie heißt er? Ja, müsste Transporter sein. Ja. Der hat,
Oder ein, warte mal, hat der Helmet 3 und der Transporter muss 2? Ne, der Transporter hat mehr als 2. Müssen wir gerade die anderen. Ich hab vergessen, Essen zu kaufen. Muss man gerade ein paar Äpfel pflücken. Möchtest du was haben? Ich hab noch was dabei. Ne, ich will einfach hier gerade 4 Äpfel, da geht ja schnell. Für sicher. Oh, für sicher. Fertig. Ja. Ja, für die Anfänger nochmal zurückzukommen. Physische am ersten immer machen, wenn ihr gekommen auf die Server kommt. Führerschein holen, Auto holen, dann physische machen, dann ausrüsten. Das wird habt ihr bei meinem Anfangsvideo schon gesehen. Als guter Tipp, macht es bitte so. Ja, oder halt ein Quad kaufen, weil dafür, also Quad mieten reicht ja auch schon. Weil ich glaube, das Quad hat hier 50 Plätze und da passen halt 50 physische rein und dadurch schon einiges an Moos. Achso, da, gut, das müssen die sehen. Ja. hier eine kleine Unfallstelle, die man als ADAC leider nicht räumen kann. Ja. Wie ist das eigentlich? Ich denke mal, du bist ja ein erfahrener Spieler. Ja. Ist hier schon ein Blitzersystem? Wenn du so schnell fährst, wird man geblitzt. Gibt es schon was also, hier drauf? Es gibt die Vorfunktion von Altes Life. Und zwar, die Polizisten können mit ihrem Taser, also sprich mit der geschallgedämpften Pistole, können die halt Fahrzeuge blitzen. Ja, okay. Und dann können die halt entscheiden, hinterherfahren oder halt stehen bleiben. Zum Beispiel im Marktgebiet ist halt 30 km/h, und aber als ADC kann man halt nicht immer 30 km/h einhalten, da wo man ja auch einen Einsatz muss. Richtig. Ja, und da fahren beim ADC fahren die halt fast nie hinterher, weil wir fast immer auf Einsatz sind. Sprich, man holt einfach als Ausrede, man ist auf Einsatz. Ja, aber. Das habt ihr jetzt aber so nicht gehört. Das habt ihr jetzt mal überhört. Richtig. Ja. Hier sind mal wieder Rebellen unterwegs. Die dürfen mich aber nicht überfallen, da wir ADAC sind. Also ist das so eine kleine Sicherheit, damit man als ADAC nicht überfallen werden darf. Weil irgendwie müssen wir auch unsere Brötchen verdienen. Richtig. Ja. Hätte aber jetzt Kopfchen sein können, dass die Kopfchen uns anhalten, weil ich bin ja eigentlich ein Zivilist. Mich dürften sie ja normalerweise ausrauben, wenn ja, sie wollten. Ja, aber ich habe auch noch eine kleine Waffe dabei, also. Okay, bei mir würden sie sowieso nicht viel holen können. $0 und ein bisschen Essen. Nee, bei mir $125 und halt Essen. Pfirsiche. Ja, und Kohle könnten sie bei mir jetzt klauen. Ich habe doch ein bisschen Kohle dabei. Vergessen wegzubringen, aber egal. Was ich ja gut finde, ist, dass auch das Inventar safe ist. Nach dem Server-Restart ist Kopfchen noch die Kohle da, weil ich hatte ja vorhin um 18 Uhr war ja Server-Restart und ja, war dann noch am Kohle pflücken und so weiter und so fort. Und nach dem Server-Restart war noch alles da. So. Uns ein Auto. Ja, das Auto hat in der Wand gehangen, aber sonst konnte ich halt nicht holen. Wie du jetzt sehen kannst, muss ich jetzt aussteigen, aber ich kann eigentlich auch von drin machen, aber es ist halt kein Roleplay. Ich steig jetzt aus und gehe halt hier hinten hinter mein LKW und da steht hier Load Vehicle on Helmet. Ich glaube, die Meldung siehst du sogar auch. Wenn ich jetzt das mache, kommt der SUV hinten drauf und wir können weitermachen. Ah, okay. Ja, die Meldung habe ich leider nicht bekommen, weil ich jetzt Zivilist bin. Aber ist es schon interessant, dass ihr die Autos dann hinten drauf packen könnt. Und wie du siehst, hatte der vorne 2 Räder gefehlt und wurde repariert. Das sieht geil aus, wie die Räder sich noch bewegen. Ja. Witzig. Ja. Wie ist das jetzt? Ich habe mal eine blöde Frage, man muss sie aber stellen. Wie ist das? Ich sitze jetzt bei dir drin. Ich würde jetzt aussteigen und würde versuchen, in den anderen da oben einzusteigen. Würde das funktionieren? Sollen wir ausprobieren? Weil davon. Das Auto ist aber abgeschlossen, oder nicht? Weil, ne? Ich glaube, davon weiß ich jetzt nichts, ob das funktioniert, aber ich denke mal. Funktioniert. Aber ah, man bekommt es halt nicht hier runter. Ja, das ist klar. Das ist doch auch mal geil. So, hier vorne einsteigen. Ja, wenn man da keine Lust hat, mehr zu fahren, schreibt man mal die ADAC an. Wenn sie so lieb sind und fahren dann mit euch. Ja. Aber ich glaube, das machen sie weniger. Aber im Versuch wäre es wert. Also, wäre es auf alle Fälle wert. Genial. Gut zu wissen. Ja, das sind immer so blöde Ideen, welche man hat, aber wenn sie funktionieren, warum nicht?
Und wir fahren jetzt zum Schrottplatz, oder wo müssen wir jetzt hin? Ich habe Mit dem eigentlich Wagen. den Wagen könnten wir eigentlich verkaufen gehen, aber das macht man halt normalerweise nicht als ADC. Aber warum denn nicht? Nee. Ja, aber kommst du denn als ADC, wollen wir ja vernünftig bleiben. Besser gesagt, wir Ja. müssen ja vernünftig bleiben. Bis auf. Dann müsste ich den hier jetzt abstellen. Okay. Dann müsste Da ich wollen wir den. mal Wir holt. fahren mal dem da hinterher, weil der 100% schlecht und unverbaut. Meine Dame ist ja morgen schon viermal repariert. Okay. Ja. Ja, man sieht auch sein Fahrstil. Ziemlich weit rechts gerade. Normalerweise müsste ich halt das Auto jetzt abschleppen. Also, was heißt müsste? Ich kann natürlich auch mit mir rumfahren, so wie jetzt, nur da fährt mein LKW nicht so schnell. Weil der dann halt beladen ist. Ihr müsst jetzt auch, Leute sagt, nicht dieses Auto nehmen, dann zum ADAC-Platz hinbringen und dann wegspawnen. Das müsst ihr nicht. Ne, wir sind ganz Ist das mobil. richtig ver. Mit dem Okay. Abschleppseil sind wir relativ mobil. Okay, aber es ist trotzdem gut zu wissen, beispielsweise, man baut jetzt einen Unfall und man sagt hier, ich würde gerne zur nächsten Werkstatt, würdet ihr mich denn dahin fahren und sowas würdet ihr dann wahrscheinlich dann auch machen Ja, mit ja. entsprechend viel Geld. Ja, oder wir reparieren einfach Auto vor Ort. Das war gerade knapp hinten. Wo, also der. Jo, der wäre fast in den Transporter reingebrettert. Dann wäre es für den Offroader schlechte Chancen. Jo, der Transporter, der überlebt das normalerweise, weil der Ja. ist ja gut gepanzert. Wer jetzt hier auf meiner Minimap sehen könnt, sind wir im SEK-Stützpunkt. Normalerweise sollten hier immer Einheiten platziert sein, weil hier eine relativ berühmte Strecke ist für Kokain. Ja, aber momentan war halt alles da sauber. Aber ich kann auch mal gerade vorführen, wie das ist, wenn man jetzt zum Beispiel das Auto hier abschleppt. Können wir gerade machen. Dafür müsste ich es ausladen. Steig auch mal mit ab. Ja. Fahr mal auf deine Seite. Guck mal, ob du hier hinten. Warte, ist das hier hinten? Guck mal, ob du hier, wo ich jetzt stehe, eine rote Meldung hast, wo Unload Cargo von Hammond steht. Ja, steht. Dann kannst du das mal machen und dann schnell auf Seite laufen, weil sonst das Auto auf dir. So. Ah, okay. Ja, Das jetzt ist. ist ja auch cool, dass wir das auch machen können als Zivilisten. Ja, aber wenn ich jetzt halt in meinem LKW einstelle, damit man das nicht mehr kann, dann können halt. Kann der ADC das selber auch nicht mehr. So, ich gehe hier hin, weiß Auto und drücke halt Z und benutze das ADAC-Abschleppseil. Das Item ist nicht nutzbar. Ach so. Nee, Windows-Taste und dann auf Abschleppen. Wie ihr seht, so würde es denn gehen. Man geht hier auf den Abschlepper und dann wird er automatisch respawned. Können weiterfahren, da das Fahrzeug jetzt abgeschleppt ist. Bei mir rechts steht eine Meldung, Fahrzeug abgeschleppt. Das Fahrzeug gehörte Danny. Ist der offen oder zu? Jetzt ist offen. Ist offen. Ja. Fahrzeug gehörte Danny, wie man links im Chat lesen konnte. Ja. Ich würde mal sagen, ich drehe mal jetzt nochmal, da ich nicht so weit von Kavala wegfahren sollte. Mit meinem LKW, da ich ja schnell da sein muss, wenn jemand was braucht. Richtig. Halt für weitere Strecken nehmen wir halt den ADAC-Helikopter, der sich jeder privat kaufen kann. Also sprich halt die Leute, die im ADAC sind. Das ist ein ganz normaler Hummingbird und mit dem ist man halt relativ schnell irgendwo bei jemandem zum Reparieren oder Abschleppen. Jetzt kommt die blöde Frage. Könnt ihr wenigstens noch alle fliegen? Ist eine blöde Frage, aber. Das ist gar keine so blöde Frage. Natürlich gibt es ja auch Piloten im ADAC, die das natürlich nicht können. Aber die haben halt vom Chef gesagt gekriegt, ich will mich nicht hier blamieren, also fliegt ihr nicht. Dann müssen halt andere Leute den Auftrag übernehmen, die halt fliegen können. Okay, mit einem Hummingbird ist es ja eigentlich relativ einfach zu fliegen. Relativ. Da Ja. ist die fliegende Badewanne, der Mohawk, ein bisschen schwieriger. Ja. Obwohl man den auch nur gut fliegen kann. Richtig. Naja, wo es das Einzige ist, eben Stunts fliegen, so auf dem Kopfdrehung und so weiter und so fort, da muss man relativ hoch sein. Ja, im Army wird so 200 bis 300 Meter, dann wird das Ja, mit funktionieren. Hummingbird ist kein Thema, wo es mit Mohawk, muss man Ja. relativ weit. Ja. Naja, für mich ist Fliegen ja sowieso nicht so schwer, da ist seit Arma 1 fliegt. In der Arma-Serie. Ah, okay. Ja. Arma 1 gekauft im
Ich sag jetzt nicht welchen Laden, weil sonst heißt es ja Scheißwerbung. Ja, das ist kein Thema. Bei mir kennen sie das. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir, meine YouTuber, meine Leute kennen das, dass ich Schleichwerbung mache. Ja, ich hab's halt im Saturn gekauft, weil ich auf der Suche war nach einem neuen Game und ich eh schon Ultra Rage Modus war, weil es eine Game nicht mehr gab. Da hab ich mal Arma 1 gekauft und völlig unahnend, welches Spiel das ist. Natürlich Grafik, wie es halt vor keine Ahnung wie vielen Jahren war. Ja, das ist so kein Thema. Intuität würde ich sagen, wie Vietcong kenne ich viele Leute, aber so hat Arma 1 auch ausgesehen. Ja, circa. Ich weiß nicht, wenn du Vietcong kennst, weiß ich nicht, ist eben ein sehr altes Ego-Shooter-Game. Nee, also gespielt nicht, gehört ja. Und ja, so relativ war auch die Grafik von Arma 1, würde gerade Arma 3 sagen. Ja. Ja. Timer, hast du im Blick? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ah, okay. Und ja, was gibt's denn eigentlich noch für Fragen? Wie ist es denn bei der ADAC? Ist der Job ganz doll anstrengend? Ist er locker? Also, ich finde ihn jetzt nicht anstrengend. Natürlich, wenn man halt alleine in ADAC online ist, hat man halt auf einen Schlag können halt mal zum Beispiel 5 Aufträge reinkommen. Da musst du halt die Aufträge nacheinander abarbeiten. Aber es gibt natürlich auch Tage, zum Beispiel jetzt wie jetzt gerade, wo halt überhaupt nichts los ist, wo man halt dann einfach nur durch die Gegend rumfährt oder halt in seiner Base bleibt oder am Marktplatz geht und halt sich unterhält. Mhm. Aber ihr habt denn euren festen Lohn beispielhaft jetzt $500. Ja, ich hab Anführungsstriche. Preis dürft ihr ja nicht sagen, aber ihr habt euer feste Preise, auch wenn ihr Bus rumsteht. Ja, ja. Gut. Wenn wir stehen, kosten, wenn wir fahren, kosten wir auch. Gut. Ja, was gibt's denn zu ADAC noch Schönes zu sagen? Ihr könnt abschleppen, ihr hilft andere Leute, wenn man euch braucht, seid ihr eigentlich relativ schnell da. Ja. Ja. Fliegen habe ich gestern angesehen, da habe ich kaputt gelacht, aber macht nichts. Und nichts gegen ADAC, aber ich habe mich da wirklich kaputt gelacht, weil das hat einfach nur komisch auszusehen. ja, sonst gibt es ja relativ viele Unfälle, so wie ich das hier sehe auf den Server. Ja, was heißt relativ viele Unfälle? Die meisten Unfälle entstehen halt entweder durch Desync. Also ich spreche jetzt wie jetzt, ja, Desync kennt man ja vom Begriff her. Mein Auto sollte vielleicht zumachen, wenn ich in die Stadt reinfahre. Richtig, das ist sicherer. Ja, weil die ADAC-Fahrzeuge werden sehr, sehr gerne geklaut, vor allem wegen der gelben Farbe. Habe ich gestern in der Schule gesehen. Ich weiß auch nicht, wer da beklaut wurde, aber war ja auch gestern. Da habe ich leider aber keine Aufnahmen davon gemacht. Ja. Weil ich dann irgendwann mal auf Fix und Alle war. Da war schon drei oder zwei. Und da ist irgendwann auch der Wurm, denn, wo man sagt, nee. Ja. Ja. Aber als ADAC hat man halt einen kleinen Vorteil. Man darf legale Sachen farmen, man sollte es zwar nicht jetzt dauerhaft machen, natürlich darf man es auch, aber die Zeit, wo man halt farmt, bekommt man halt nicht seinen festen Gehalt. Mhm. Also ich spreche jetzt zum Beispiel 1000 pro Stunde bekommt man dann halt nicht, weil man halt ja durch das Farmen dann Geld verdienen kann. Ja. Was mein, aber halt, was halt sicher beim ADAC ist, du darfst nicht überfallen werden beim Farmen. Aber nur von legalen Sachen. Das ist gut. Also wenn ich jetzt Kokain mache, darf ich überfallen werden. Aber bei jetzt zur Kohle oder so nicht. Wir hätten bremsen müssen, er hätte Vorfahrt gehabt. Ja, hab ich das auch gerade gesehen. Ich mache mal ein bisschen Platz, weil die Polizei auch. Vielleicht kommt. Die Polizei kommt ja auch gerade. Wie will er? Ach ja, wir den. Okay, wir können weiter. Sollen wir mal zugucken oder sollen wir weiterfahren? Mir ist das egal. gucken wir mal zu. eine allgemeine Verkehrskontrolle, habe ich noch mal einen LKW-Führerschein? Ja, den habe ich noch. Kann sein, damit wir uns gleich auch kontrollieren. Ja, da kommt auch schon der erste Officer auf uns zu.
Einen wunderschönen. Einen wunderschönen Tag. Wir wollten ein bisschen zugucken, was sie da oben machen. Wir wollten ein bisschen lernen, wie das Polizeidienst so funktioniert, wenn es okay ist. So, ich muss mal kurz Audio wieder lauter machen. Allgemein so Verkehrskontrolle mit mal zugucken, wie das funktioniert bei euch, wenn man darf. Ja, da sieht man auch. Ein wunderschönen, wir wollen nicht stören, wir wollen bloß was lernen, wie das hier funktioniert. Ja, sieht mal. Sieht relativ interessant aus. Richtig, relativ interessant. Ist bloß gerade wenig geredet, ich glaube. Also nicht gefasst. Da hast du zufällig ein wenig Geld, 60 km, mein Geländewagen ist zerstört und der Support hätte keine Zeit und Dominik hat auch keine Zeit. Achso, das war einer vom ADAC. Ja, kann ich dem gleich überweisen. Jo, Quatte. Jo, komm zum ADAC-Stützpunkt. Der hat wohl eine illegale Waffe dabei. Ich liebe das Wordplay hier auf die Server. Er angelt Menschen. Ist die Frage, ist die Waffe illegal oder der Schalldämpfer? Die Waffe und der Schalldämpfer. Okay. Weil das ist ja die MX, die ist eine relativ schöne Waffe. Ja, hat auch ordentlich Wumms im Lauf. Sollen wir die Waffe raus und weglaufen? Normalerweise könnte er das, aber ich denke mal, er hält sich da auch gut dran. Hier ist mein ADAC-Kollege, der bräuchte jetzt gleich 60.000 von mir, weil nur sein Auto explodiert ist. Okay, wir könnten eigentlich auch weiter, wenn wir wollen. Dann sage ich mal vielen Dank, dass wir mal zugucken dürften und dazu lernen dürften, wie euer Dienst funktioniert. Wir werden dann hier jetzt mal langsam weggehen, weil wir wollen ja nicht weiter stören. Vielen Dank. Ciao. Ab. Komm mit, Pius. Rex, hast du ein Auto hier oder so? Lauf mal zum ADAC-Stützpunkt, ich komm dir gleich entgegen. Bis gleich. Ist die Loot runtergefallen? Oh oh. So.
Sorry wegen des Pusten einmal. So, wir machen jetzt auch mal wieder ein bisschen leiser, dass man wieder auch was hört. Ja, da sieht man auf diesem Server Wordplay große schätzt. Ja, ich denke mal, jetzt wird ihr klipp und klar schon rausgefunden haben, welcher Server das ist. Wir sind ja an genug Werbetafeln vorbeigefahren. Allerdings. Oh hey. Na, die Bremse hat nicht so ganz funktioniert. Hab jetzt auch gedacht, dass du rüberfährst. Ne, wenn ich rübergefahren bin, wäre mir explodiert, weil die Schranke bisschen buggy ist. Okay. Einfach aussteigen, ich muss gerade hier dem So, wir Kollegen den Geld geben. Ton lauter machen. Bankautomat 60.000 abheben. Einen wunderschönen. Ach, falsch, also. Einen wunderschönen. Moin. Ganz leise, moin. Ey, Bitte, Minion. bitteschön. Danke. Pius. Hi. Apidos Rex. Welchen Bereich übernimmt ihr? Was wollt ihr übernehmen? Machen wir so. Ist mir relativ egal. Wir können noch ein bisschen Luft gehen. Dann macht ihr ein bisschen Luft und wir bleiben so ein bisschen Boden. Alles klar. So, wie du gehört hast, auf in die Luft. Jo. Aber vorher noch die Sachen aus meinem Auto rausholen, weil sonst habe ich wieder keine Werkzeugkasten beim Helikopter dabei. Nehmen, nehmen, nehmen. Guck mal, du kannst auch noch was nehmen. Einfach T drücken, kannst du die Sachen rausholen. Okay. Weil da passt dann alles in einen Rucksack rein. Ich pack dann mal die Kohle bei dir hier mit rein in den LKW, egal. Kannst du machen, ja. Die geht ja nicht verloren. Ich hab hier ein bisschen Kohle. Wusstest du schon, dass Ralfinger LP hier drauf spielt? Das weiß ich. Ja. Also mein Hummingbird spawnt jetzt. Mal gucken, in welcher Ausführung. Na jo. Wieso dauert denn jetzt alles so lange? Ich park mal gerade mein Fahrzeug in die Garage, die Zeit vor der Spawn. Dann Normalerweise gehe ist ich mal der. lieber hier auf die Treppe, dann bin ich in Sicherheit. Ja. Ja, das ist ein Helikopter. ADAC-Skin habt ihr noch nicht für die Doch, Helikopter? eigentlich schon. Der müsste wahrscheinlich noch kurz bei dir laden. Ah, jetzt, okay. Ja. Ja. In der Ausführung ist der gespawnt. Schade. Weil es gibt halt den hier auch nochmal mit. Aber. Ja. Ist Ein der Heroinfeld. kaputt? Kannst du ihn übernehmen? Jo, können wir machen. Er soll die genaue Position schreiben, dann sind wir auf dem Weg. Ja, Kannst ich sage einsteigen. erstmal Dankeschön, dass ihr Zivilisten auch mal mitnimmt. Ja, das ist kein Ding. Weil sonst wäre ich das Als ja. Also, Passagier oder als Co-Pilot? ist Was mir möchtest du? relativ Hallo, egal. Schnabber. Hallo. Ich Hallo. hab den Unfall gebaut. Okay, du bist am Coca-Feld. Genau direkt am Kokainfeld, ja. Und erstmal Hallo und du bist live dabei gerade Jo, bei einem Video. mitten in der Aufnahme. Oh. Ist ja kein Thema, du weißt wenigstens Bescheid und wirst mal drauf hingewiesen. Jetzt muss ich gerade ein bisschen höher fliegen, weil sonst kriege ich wieder Ärger von der Polizei, warum ich so tief fliege. Jo. Wir müssen mal, dann kannst du kurz cutten. Okay. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut Auf Wiedersehen. rein.